Hallo, ich zeige euch heute das Schneeweißchen Ajourmuster in Runden. Ich verwende dafür von Hedna die Surf. Die verarbeitet man normalerweise mit Häkelnadel Nummer 5 bis 6. Und ich habe jetzt für dieses Schneeweißchenmuster tunesisch gehäkelt Häkelnadel Nummer 6 gewählt. Ihr benötigt eine Doppelnadel, wie immer, wenn man in Runden tunesisch häkelt. Man schlägt eine ungerade Maschenzahl an, also das ist das Wichtige beim Häkeln im Runden beim Schneeweißchenmuster. Und ich schlage 21 Luftmaschen an. Dann schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche zur Runde. Darauf achten, dass sich die Maschen nicht verdrehen. Und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Das hier ist nun meine erste Masche. Nun nehme ich aus der Rückseite der Luftmaschenkette aus jeder Luftmasche ab der zweiten eine Masche auf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nun nehme ich den zweiten Faden und drehe eben die Arbeit um und hole diesen Faden durch. Zunächst den Faden durch die erste Schlinge ziehen und dann stets durch eine grüne und durch eine brombeerfarbene Schlinge ziehen. Also stets zwei Schlingen zusammen abmaschen. Das mache ich dann bis kurz vor Ende, wende dann die Arbeit und fasse weitere Maschen auf. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nun hole ich den Faden wieder nach. Die erste Reihe wird also wie im Grundmuster gehäkelt. Und ich wende die Nadel stets, wenn ich hier noch zwei Schlingen auf der Nadel habe. Ich könnte natürlich hier auch komplett den Faden durchziehen, aber dann verzieht sich diese erste und zweite Masche und deshalb wende ich immer, wenn noch zwei Schlingen auf der Nadel sind, um ein gleichmäßiges Maschenbild zu erhalten. Und nun beginnt die erste Reihe im Schneeweißchen-Ajourmuster.
Ich steche in die erste Schlinge ein und hole den Faden durch. Dann lege ich einen Umschlag auf die Nadel, übergehe die folgende Masche und steche in die zweite Schlinge ein. Ein Umschlag, eine Masche übergehen, einstechen. Umschlag, eine Masche übergehen, einstechen. Umschlag, eine Masche übergehen, einstechen. Dann den Faden wieder nachholen, die zweite Farbe. Und dann geht's wieder weiter. Umschlag, eine Masche übergehen, einstechen. Umschlag, eine übergehen, einstechen. Und so bis zum Ende der Runde. Ich hole nochmals den Faden nach. Umschlag, eine übergehen, einstechen. So, und nun bin ich beim Rundenübergang. Ich arbeite jetzt einen Umschlag, übergehe die erste Masche und steche um den Umschlag herum ein. Stets einen Umschlag arbeiten und wieder um den Umschlag der Vorreihe einstechen. Dann den Faden nachholen. Und wieder Umschlag durch den Umschlag der Vorreihe einstechen. Und wieder den Faden nachholen. Und ihr seht nun, beim Rundenübergang kann ich einfach das Muster fortführen. Umschlag durch den Umschlag der Vorreihe einstechen. Das kommt durch die ungerade Maschenzahl, habe ich also bei diesem Muster keinen Bruch am Rundenübergang. So kann man dann Runde für Runde häkeln, gerade für Mützen, also für luftige Beanies, ist das besonders gut geeignet, da man eben keine Naht hat. Wichtig ist hier die Maschenprobe, damit ihr prüfen könnt, ob euch das Muster zu luftig oder zu fest ist. Je nachdem, für eine Sommerbeanie ist das Muster hier gut geeignet. Bei einem Wintergarn würde man das Maschenbild vielleicht etwas fester wählen, also mit einer kleineren Nadel dann arbeiten.
Wenn euch das tunesische Häkeln gefällt, dann schaut doch mal auf Facebook in unserer Gruppe Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort sind wir mittlerweile über 10.000 Mitglieder, alle Fans von dieser Technik. Und dort gibt es jede Menge weitere Ideen. Und so entwickelt sich dann das Schneeweißchen-Aschurmuster in Runden. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Ich stelle immer wieder neue ein zu verschiedenen Techniken. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.